Schild hoch. Okay. Oh, oh, oh. Hier? Ja, Herr, nein! Das war einfach nur sinnlos gemein. Ich weiß nicht direkt, was da passiert ist. Also, ich war auf der Plattform drauf. Heißt das, ich bin einfach nur abgerutscht, weil ich mich bewegt habe oder weil ich nicht gut genug drauf gelandet bin? Oder stirbt man einfach instant, wenn man da drauf landet, weil es halt nicht wirklich zur Spielwelt gehört, sondern nur ein optischer Effekt sein soll? Das ist jetzt doof. Aber es geht auf jeden Fall. Also wir könnten, wenn man sich ein bisschen rechts hält, dann wartet man, bis der erste Boden wegfällt. Dann sieht man von da aus so einen kleinen Vorsprung. Und von dem Vorsprung einfach nur so geradeaus, ein Ticken links vielleicht. Und dann runterfallen. Dann landet man auf der Wurzel. Problem könnte sein, dass man da unten immer noch getroffen wird. Und dann sofort instant runtergekickt wird. Das ist alles ganz schöne Friemelarbeit. Also Heilung. Also ich mag den Boss nicht. Selbst wenn es gleich eine ganz einfache Lösung gibt, dass man da jetzt runterspringt und dann nur auf ihn raufhauen muss, auf irgend so ein pulsierendes Baumherz oder was auch immer, und er dann tot ist, ist es trotzdem noch ein garstiger Boss, weil erstmal dahin zu kommen und auf die Idee kommen, dahin zu kommen, schon mal recht schwierig ist. Wobei das ja... Warum ist da gerade eine Schadensanzeige gewesen? Wobei es ja bei recht vielen Bossen so ist. Sie haben alle eine Achillesferse, eine sehr gute Taktik, wie man gegen sie vorgehen kann, und sobald man sie hat, dann passt das auch. Aber Fallschaden. Das ist nicht schön. Wegschubsen und Fallschaden ist einfach nur frustrierend. Ich denke mal für jeden Spieler, in jedem Spiel. Weil wenn es darum geht, dass man selber etwas nicht gut genug kann, dann haben selbst manche Leute damit schon ein Problem. Aber erwachsene Leute sollten nicht damit ein Problem haben, sich selber Fehler einzugestehen, was Spielkönnen auch. Was Spielkönnen angeht. Jetzt habe ich hier, bin ich nicht zickzack gelaufen. Das war ein Fehler meinerseits. Damit kann ich vollkommen leben. Das ist absolut... Vielleicht kann ich auch nicht damit leben, weil ich gleich tot bin. Ja. Damit kann ich also leben. Aber nicht zu wissen, von wo ein Schlag kommt, das kann man auch nicht sagen. Ich weiß, woher die Schläge kommen. Die kommen einmal von rechts und dann kommen sie von links. Da wird man weggeschubst. Und dann, wenn man falsch steht... was wirklich schwer ist, vorher zu wissen, fällt man runter und ist tot. Das hat nicht so wirklich viel mit Spielerkönnen zu tun. So, nächster Versuch. Wir müssen ja die Todesliste hochtreiben und so. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt müsst ihr schon bei 180 sein. Schauen. Also, runterrutschen, durchgehen, Schild hoch, rechts rum, warten, bis es runterfällt und nochmal auf das doofe Ding runterpurzeln. Mann, 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 Mann. Da. Und instant Feuer. Oh, das kann man überleben, okay. So. Schlag von links. Oh, warte mal. Nein, das ist keine gute Idee. Also hier. Okay. 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 Ja. Ja. Gut. Also das Ding kann uns wohl nicht mehr treffen. Jetzt hauen wir uns echt durch zum Herz des Baums und das war's. Oh oh. Nein, das war es nicht. Es verbrennt sich selbst, das Viech. Heilung. Komm, 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 komm. Hier dürfte es uns nicht mehr treffen können. So, was bist du? Du bist eine komische Made.
Bist du die Hexe? Du bist tot. Fürstenseele. Was zur... Okay. Ja. Wie gesagt, das ist sehr komisch. Das mit dem Herz im Baum stimmte jetzt wohl nicht so ganz, aber es war ein Viech im Baum. Das war ein One-Hit. Und es hat eine Fürstenseele gehabt. Was hat das jetzt mit der Hexe von Iselis zu tun? Na gut. Ich teleportiere mich jetzt zum Feuerwandschrein. Lass mich dann von einer Schlange auffressen und wieder ausspucken. Tu denn die Herrscherseelen in ein Tongefäß. Und gucke, was passiert. Da. No. No, no, I'm fine. I'm fine. Komm, auf. And wide awake. Not treat me like an old withering snake. Komm schon. Ja, ja, ja. Liegt was Dringendes an. Ja, dezent. Very well. Ich habe da so ein paar Seelen gefunden. So, dann gucken wir doch mal. Herrschergefäß Seelendarbieten. Das ist jetzt sehr verlockend. wenn ich da jetzt durchgehe, kann ich nicht wieder zurück, wurde mir gesagt. Also, nee. Das heißt, wir wollen jetzt runter. Boah, wie kommen wir da am besten hin? Also ich will jetzt in das Addon-Gebiet, weil ich das ungern verpassen würde. Gemeinde da unten und die Tiefen. Der Abgrund. Kristallhöhle, nee. Das war von den Untiefen aus weiter nach unten, ne? Aber das ist irre nervig. Da ist ein Ritter im Nebel. Also ja, es war ziemlich nervig, da hinzukommen. Altar des Grabensfürsten, Gemeinde der Untoten. Naja. Scheint von hier aus nur zu gehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch die gesamte Schandstadt nochmal nach unten kämpfen. Zu der Stelle, wo ich dieses Plankenschild gefunden habe. Was dezent doof ist. Also wir müssen jetzt die Stelle finden, wo der Kristallschwerthändler vorher saß. Ja. Könnte interessant werden. Warte, gab es hier eine Abkürzung? Ja, runter. Runter war, glaube ich, gut. Dann war hier der Bosskampfraum. Und da ist das Ding runter. Ja, sehr schön. Ist der Händler noch hier? Also auch hier? Nein. So, hier. Runter. Und dann müssen wir ganz, ganz runter auf den schleimigen Boden. Und von da aus war das irgendwo links. Aber ich denke, es wird eine ganze Ecke dauern, bis wir da ankommen. Ich weiß, der Weg... Da ist ja noch Loot. Das ist ja sehr komisch. Weg. Ja, da ist Loot.
Ja, ich bin nicht so wirklich motiviert, jetzt hier irgendwelche Jauchehaufen, die auf dem Boden rumliegen, aufzusammeln. Also ignorieren wir den Loot da hinten mal. Und die ganzen doch recht langsamen Gegner hier. Versuchen uns einfach weiter nach unten vorzuarbeiten. Da kamen gleich diese Brückenabschnitte. Warte mal. Wow. Verbinden wir mal abkürzen mit Loot sammeln. Ja, du kannst nicht so toll Oh, das sieht ja schick aus. Jaito. Kommen wir noch jemand runterspringen? Ausrüstung. Jaito. Katana. Ein in einem östlichen Land hergestelltes Katana wird mit Hilfe einer Jaijutsu-Technik blitzschnell aus der Schwertscheide gezogen. Soll das Jujitsu heißen? Wow, das wird schwer übersetzt. Die Jujitsu-Technik ermöglicht dem Besitzer, sich Feinden schnell zu nähern und sie niederzumähen. Ist allerdings eine B-Dex-Waffe mit 20 Dex-Voraussetzungen, die auch Blutung verursacht. Also für einen Dex-Schaden eine super Waffe. Wir sind nur keiner. So, Leuchtfeuer, du wirst aktiviert. Mhm. Dann... jetzt kommen auch diese Toxinviecher, ne? Ah, das ist so eine doofe Ecke hier. Feuerspuckende Hunde, ja. Komische Wackelbrücken. Bin ich überhaupt richtig? Nee. Toxinanzeige auf 50%. Giftig. Ja. Ist nicht so schlimm. Können wir gegenheilen. Ah ne, Toxin konnte man nicht gegenheilen. Heilung. Oh, und da ist das komische Tentakel-Ding. Das ist immer noch da. Sehr komisch. Springen. Weg. Weg. Heilung. Heilung. Und die nicht du. Du gehst weg. Wir hätten gerne das Blümchen-Ding. Das da. Wow. Hallo. Oh. Nicht rollen. Oh. Ja, das ist schön, dass du jetzt gerade... Au. Roll, trink. Nom. Hier kann ich wegrollen, okay. Ja, nochmal nom. Ich will nur wegrollen und mich heilen, ihr doofen, degenerierten Bastarde. So. Heilung. Jetzt hau ich um. Jetzt habe ich keine Lust mehr. So, gib ihm. Und weg. Mann. So, hier geht es weiter runter. Ah, es ist gut. Wir wollen weiter runter. Wir wollen nichts riskieren. Wir wollen nur... Genau, hier sieht es richtig gut aus. Da. Noch weiter runter. Dann kommen gleich diese hässlichen, parasitenartigen Dinger, die auch Feuer speien. Und dann sind wir richtig. Können wir hier schon runterrutschen? Nee, lieber... Ah, genau, die Dinger. Wow. Warum bin ich tot? Hier geht's noch weit. Das sah richtig cool aus. Es war nicht geplant und so. Und aber es sah gut. Wir sind gerutscht und es sind nur ein kleines Stückchen gefallen. Aber irgendwie hatten wir wohl zu viel Fahrt drauf. Mist. Okay. Nochmal dahin. Da unten sehe ich es, ja.
Eine Abkürzung dahin wäre echt super. Taktisch runterspringen geht hier ja noch begrenzt. Das war zu weit taktisch runtergesprungen. Und ich lande genau da, wo ich letztes Mal auch gelandet bin. Nee. Also so nicht. Ich muss es wahrscheinlich einfach wirklich einmal mit Geduld machen. Und mich Schritt für Schritt durchkämpfen. Und dann klappt das auch alles. Aber es ist so ein weiter Weg und es sind so viele Gegner. Ich will wissen, was hinter der weißen Tür ist.